Tja, und etwas ganz Ähnliches wie die Angehörigen von Johnny Card unser nächster Gast erlebt. Herzlichen guten Morgen, Velin Marcone. Sein Bruder Giuseppe starb vor ungefähr einem Jahr bei einer Konfrontation in einem U-Bahnhof. Er flüchtete vor den Schlägern und wurde gehetzt und Verfolgern haben und ein Auto hat ihn dann erfasst. Ihnen einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir wollen auch ein kurzes Bild zeigen von Giuseppe Marcone, eins von seinem Grab. Es gab, wie auch jetzt bei Johnny Carr, große, große Anteilnahme damals in Berlin. Hunderte legten Blumen nieder vom U-Bahnhof Kaiserdamm. Der Mann, der Giuseppe verfolgt hatte, wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Familie hat eine Stiftung gegründet, die Giuseppe Marcone Stiftung, die zu mehr Zivilcourage gegen Gewalt ermutigen will. Herr Marcone, schön, dass Sie heute Morgen zu uns gekommen sind. Nochmal schönen guten Morgen. Bewundere Ihre Kraft, dass Sie so nach vorne gehen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal, wenn Sie jetzt, Sie waren gestern bei der Trauerfeier dort bei dem Johnny Carr. Inwieweit ist das so ein Film, der wiederkommt? Inwieweit, was löst das bei Ihnen aus? Es löst fast schon, kann man sagen, fast exakt das Gleiche aus, wie es vor einem Jahr gewesen ist. Nur, dass man in der Lage ist, eine etwas weitere, distanzierte Standpunkt zu dem Ganzen einzunehmen. Was heißt das? Das heißt, um genau zu sein, damals war meine Trauer so groß und so stark, dass ich eigentlich nichts anderes empfunden habe. Also weder Wut, Hass, noch irgendwie das Gefühl, Rache zu verüben oder sonst was, sondern es ging eigentlich nur darum, meinem Bruder zu gedenken. Ein Jahr später ist es etwas anderes. Vor allen Dingen bei so einem Zusammenhang. Bei einem solchen Zusammenhang, wo wirklich vorsätzlich Gewalt ausgeübt wurde, um Schaden zu verursachen. Schaden, der in den Tod geführt hat. Da kommt pure Wut hoch. Starke Wut. Welche Parallelen sehen Sie dabei? Also ist ja von außen betrachtet relativ ähnlich der Fall. Ja, die Parallelen sind einmal familiär. Also genauso wie in unserer Familie wurde das mittlere Kind der Familie sozusagen entnommen, getötet. Die anderen Parallelen sind, dass friedfertige Jugendliche eigentlich sich nur auf dem Heimweg befunden haben und aus dem Nichts heraus attackiert worden sind. Bei meinem Bruder war es die Frage, habt ihr eine Zigarette? Und hier ist es vielleicht einfach nur die ethnische Auffälligkeit gewesen. Oder vielleicht, ich weiß nicht, soweit ich es mitbekommen habe, war einer der Freunde von Johnnys leicht betrunken. Vielleicht einfach auch ein auffälliges Verhalten. Aber keinen Grund, in irgendeiner Form aggressiv vorzugehen. Und diese Willkürlichkeit, diese Sinnlosigkeit. Das Urteil gegen die Haupttäter in Ihrem Fall waren 2 Jahre auf Bewährung. Im Fall von Johnny Carr laufen die Ermittlungen noch, aber 2 Verdächtige wurden schon freigelassen, sozusagen, weil sie in guten sozialen Umständen leben. Wenn man so betroffen ist, wenn man sowas mitgemacht hat wie Sie, wie bewertet man dann eigentlich aus so einer Perspektive die Arbeit von Polizei und Justiz? Die Arbeit der Polizei möchte ich jetzt nicht irgendwie bewerten, aber es ist schon so, dass ich nun in 2 Fällen die Arbeit der Justiz wahrgenommen habe und die ist enttäuschend. Wieso enttäuschend? Enttäuschend dahingehend, dass man sich irgendwo ja denkt, es muss doch klare Linien geben dafür, dass man wirklich Gewalt vollzieht. Und ich fand es ganz interessant, gestern hatte jemand gesagt, man ist mit 18 Jahren wahlberechtigt und hat jegliche Rechte eines Erwachsenen. Aber sobald man mit 18 Jahren jemanden zu Tode prügelt, wird man wie ein Jugendlicher behandelt. Und ich fände, da steckt sehr viel Substanz hinter. Und das sind zum Beispiel Punkte, die eventuell angegangen werden sollten oder über die wenigstens nachgedacht werden sollte. Haben Sie das Gefühl, Politik und Polizei, Justiz ziehen gar keine Lehren aus diesen Fällen? Das kann ich so nicht ganz beurteilen. Also ich habe mit vielen Richtern, Jugendrichtern in meinem Falle geredet und sie haben mir alle beteuert, dass die Gewalt eigentlich seit vielen Jahren schon so brutal ist. Es ist jetzt nur so, dass die Medien immer mehr darauf ihr Augenmerk legen und es immer mehr in die Medien gerückt. Ich muss dazu sagen, es ist vielleicht schwierig, weil man sich immer denkt, die jungen Menschen kann man noch irgendwie zurück ins Leben rufen. Und kann man nicht? Weiß ich nicht. Ab einem gewissen Zeitpunkt bin ich der Meinung, es ist zu spät. Sie haben jetzt eine Stiftung im Namen Ihres Bruders ins Leben gerufen. Was wollen Sie mit dieser Stiftung erreichen? Was haben Sie bisher erreicht? Wir möchten ein Bewusstsein schaffen. Wir möchten all die Menschen, die sich für Zivilcourage einsetzen, bestärken in ihrem Unternehmen. Wir wollen auch andere Menschen dazu bewegen, Zivilcourage zu zeigen. Es ist natürlich schwierig, weil in diesem Falle ist es so, der junge Mann hat nichts anderes getan, als Zivilcourage bewiesen. Er ist hingegangen und hat seinen Freund beschützt, beziehungsweise wollte seinen Freund beschützen und ist eigentlich auf das Schlimmste bestraft worden. Er wurde getötet und das schreckt natürlich unglaublich ab und da möchten wir eigentlich von wegkommen, weil es kann nicht sein, dass an einem Platz in der Berliner Hauptstadt eigentlich dem
öffentlichsten Platz der ganzen Stadt in kurzer Hand jemand totgeprügelt werden kann. Und das sogar zu einer Uhrzeit, wo man nicht sagt, es ist Totenstille gewesen oder es ist niemand dort gewesen. Sagen Sie, wenn ich Sie so reden höre, was machen Sie eigentlich beruflich? Woher nehmen Sie die Kraft, das alles zu machen, so aus dieser Situation heraus? Ja, ich habe mich auch zum Assistenten für Film und Fernsehen ausbilden lassen. Von daher ist ja Kollege praktisch. Praktisch, ja. Meine Erfahrungswerte bzw. meine Berührungsängste mit Kameras und mit Leuten vom Fernsehen sind sehr gering. Ich habe aber auch mir von vornherein vorgenommen, das als eins meiner stärksten Möglichkeiten gesehen, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Und deswegen versuche ich da auch immer ganz seriös und ganz nüchtern zu wirken und auch zu beweisen, dass auch der ganz kleine Pimpf von nebenan auch irgendwas erreichen kann. Man muss nur den Willen dazu zeigen. Willin Mercone, ich bedanke mich vielmals, dass Sie bei hier zu uns gekommen sind. Ich verbeuge mich vor Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiter, noch weiterhin viel Kraft. Vielen Dank.